Hi, willkommen zurück bei DGV. Ich bin Sir Doomsday. Willkommen zurück zu Resident Evil Village, Folge 15. Ja, wir sind hier stehen geblieben, als wir letztens uns hier durch diese ganze Vulkanerhorde durchgekämpft haben. Und jetzt stehen wir hier vor dieser Treppe und ich vermute, beziehungsweise ja, Höhle, sag ich mal. Und ich denke mal, jetzt kommt wieder mal ein Boss oder so und deswegen schauen wir uns an, was uns da erwartet. Sammeln gibt es hier nichts. Was ist hier? Hier war ich glaube ich noch nicht. Ich vermute mal, es kommt entweder eine Horde wieder oder ein Boss. Schauen wir mal. Ich würde ja vermuten auf Horde. Horde. Das ist nicht gut. Ich habe meine ganze Munition. Sagen, wo sie hin? Schluckt aber auch wieder ordentlich. Thank you.
Wow. Wie frech war das denn jetzt? Kommt denn auch warme die her? Ah, ich dachte mir schon, dass jetzt so ein fetter Kampf kommt, ey. Ganz ehrlich, der hält viel zu viel aus, ey. Das ist doch nicht normal. Das ist aber auch ein scheiß Kampfbereich, ey. Ganz ehrlich, das ist total dämlich. Ja. Das ist nicht gut. Wahnsinn, was der Junge aushält, ey. Soll ich denn noch alles reindrücken? Ja komm, dann ballern wir jetzt auch noch die Scharfschützenmunition. Doch. Puh.
der mich viel Muni gekostet, ey. Vor allem keine Magnum-Schuss mehr. Eigentlich wollte ich sie mir ja für den Endkampf aufheben, aber naja. Ey, das hat mich so viel Kugeln gekostet. Ja, wobei, Scharfschützengewehr habe ich eigentlich noch gut. So, gibt's noch irgendwas hier? Oder habe ich auch nicht, aber das. Meine Fresse, ist das ein Vieh gewesen. Oh, was geht denn hier ab? Oh, heftiger Kampf. Definitiv. Jetzt, wenn ich das nehmen rede, bestimmt wieder Heisenberg zu uns. Hören wir uns mal an, was er jetzt zu sagen hat. Was? Du hast was drauf, Winters. Respekt. Wart's ab, Arschloch. Wenn ich dich finde, dann... Komm runter. Nicht mehr lange und du bist am Ziel. Ich helfe dir. Aber dafür musst du... Muss ich was? Komm erstmal zu mir. Platziere die Flakons auf dem Altar. Den Rest findest du sicher selbst raus. Bis dann, Winters. Verdammt! Ja, das war auf jeden Fall, glaube ich, der heftigste Kampf von allen, oder? Ich meine, die zwei Großen mit den Äxten, die waren auch heftig, aber da hat mir die Magnum gut geholfen. Bei ihnen habe ich leider nur noch 3 Schuss gehabt. So, hier war nichts mehr? Nein. War auf jeden Fall ziemlich harter Brocken. So, was haben wir hier? Hier ist der Schatz. Guglielmus Teller. Kann ich da was kombinieren? Nope. Hier fehlen mir irgendwie noch 2 Sachen. Ich frage mich, ob ich die vielleicht schon verkauft habe. Aber ich habe ja eigentlich alles kombiniert bis jetzt. Also denke ich mal, habe ich das noch nicht gehabt. So, jetzt muss ich Boot fahren. Wo geht's denn jetzt hin? Ach, jetzt kommen wir hier oben raus. Okay. Also die Festung war auf jeden Fall das mit Abstand Schlimmste bis jetzt. Gerade was Munitionsverbrauch betrifft. Oh, das ist echt hart. Ja, wie oft bin ich gestorben? 2 Mal? Geht. Hätte mehr sein können. Wo geht's denn hier hin? Schauen wir mal, wo es hier hingeht. In einem Bereich, wo wir noch nicht waren. Ja, Pistolenmuni habe ich auch ganz schön. Ja, okay, ich habe noch genug. Foto eines Geisterfisches. Den habe ich doch schon, oder? Ja, ja, den habe ich. Das ist der gelbe Fisch da hinten gewesen. Der müsste hier gewesen sein. Da. Den habe ich. Halt, von da kam ich. Ist noch was Schönes? Notiz zur Kudu-Implantation. Probanden 174-181. Verbrannt 174, Mihai M. Merkmale 21 männlich, Silberschmied. Narben von einer Lungenentzündung. Ergebnis geringe Kompatibilität, Kodu konnte nicht wachsen. Transformation des Körpers beeinträchtigt der Wahrnehmung, typische Anzeichen eines Lichens. Auf die Weide geschickt. Proband 177, Bernadette B. Merkmale 121, weibliche, keine Beschäftigung, Gott, keine Vorerkrankung. Ergebnis Tod. Proband 181, Alkina D. Merkmale 44, weiblich, Nachkomme aus Adelsgeschlecht.
Nicht aus dem Dorf. Vererbte Blutkrankheit. Ergebnisse: sehr gute Kompatibilität, keine Wahrnehmungsverlust, kann ihren Körper nach Belieben verändern. Maßnahmen zur Wahrnehmungskontrolle implementiert und zur Beobachtung entsandt. Bläh. Oh, Moni. Blend, ne, Blend brauche ich nicht. Explosiv braucht Kraut. Wieso brauchen Explosiv Kraut? Okay. Interessant. Ist da noch was? Nö. Das war's. Okay. Natürlich. Her. Ah ja, egal. Haben wir ein bisschen Ressourcen gesammelt. Da dachte ich mir, dass wir jetzt genau hier rauskommen. Hey. Hallo? Hallo? Könntest du das mal... Dankeschön. Oh, Freiheit. Ich geh mir erst nochmal einen Duke besuchen. Jetzt. Oh, guck mal da. Was hat jetzt hier geschrien? Hier drinne? Hallo? Speichern ist auch gut. Irgendwas hat die gerade geschrien. Guck mal, das Ding ist auch wieder zu. Nachdem ich die Blätter rausgenommen habe, wurde es wieder automatisch. Ah, ne, okay. Hab nichts gesagt. Müsste ich jetzt eigentlich lang? Ah, das hat eben vielleicht hat du. Ich meine Aufgabe, die Flakons zum Altar bringen. Ja, okay. Ist auch gleich da hinten. Ich bin hoch erfreut, dich lebend wiederzusehen. Na dann, sieh dich in aller Ruhe um. Was Neues hast du nicht, aber ich werde jetzt nochmal schön Munition kaufen. Das werde ich jetzt machen. Da hattest du ein Auge drauf, was? Hey, Pistolenmunition brauche ich nicht. Hier würde ich gerne mal drei mitnehmen. So, haben wir jetzt hier alles gekauft. Bis auf Pistolenmunition, was ich jetzt eigentlich nicht brauche. Oh, wir haben vielen Dank Geld. Für deinen Einkauf. So, hier haben wir alles. Hier kann ich, glaube ich, nichts machen. Nope. Sieh es als Investition, Ethan. Oh, neun Stück. 35.000. Ich frage mich aber echt, was da noch dazugehört. So, Werkstatt, haben wir da noch irgendwas zu machen? Die ist auf Maximum. Die könnte ich verbessern, aber auch eh keine Munition mehr. Die Sniper können wir noch mal verbessern. Überlass das mir. Mit Vergnügen. So. Die nutze ich jetzt im Moment nicht. Die auch nicht. Kann ich Essen hier eigentlich ist kaufen? Leben. Ja, ich könnte die beiden verkaufen.
75.000. Ah ne, das ist die falsche. Die hier. Weil eigentlich... Ah, ist die Frage, lohnt sich's oder lohnt sich's nicht? Ich werde es mal noch behalten. So. Bin ich hier jetzt fertig? Auf Wiedersehen! Speichern wir nochmal. Jetzt gucke ich noch kurz auf die Karte. Hab ich noch irgendwas vergessen? Hier unten wahrscheinlich, ja. Aber ansonsten. Ja, sind wir soweit fertig. Hier kann ich noch nichts machen. Ach doch, hier müssen die Dinger rein. Die Flakons. Was war das? Erinnerung von Rose, oder? So, alle vier eingesetzt. Was passiert jetzt? Kelch des Giganten. Was? Heisenberg aus. Wo ist Jesse? Glaube ich gar nichts mehr, oder? Doch, hier war noch was mit Dietrich. Fällt mir gerade ein. Wait, warte, warte. Hier war was mit Dietrich. Das ist mir gerade eingefallen. Ich habe ja noch zwei Stück. Oh, wo war das? Ist hier? Genau. Ah, wird natürlich nicht angezeigt, gell? Frech. Nee, hä? Ich brauche einen Schlüssel dafür. Kein Dietrich. Der hier? Nee. Oh, das war Luisa Schlüssel. Ein Pokal. Ein antiker Pokal aus dem Besitz Caesares, einem der vier Gründer. Okay. Weiß ich immer noch nicht, wozu ich die zwei Dietriche brauche. Hm. Vielleicht kommt ja noch was. Was war das? Gute Frage. Okay, jetzt bin ich gespannt. Warum ist das Umbrella-Zeichen? Das soll doch bestimmt von Umbrella sein, oder? Kelch der Giganten. Zu gut, Trophäe. Oh. Wer baut sowas, ey? Echt? Sorgen um das Kind. Alles wird gut. Ha! Na los, komm einfach über die Brücke. Ich traue dem irgendwie nicht so.
Echt jetzt, hier gibt es nochmal so ein Riesengebiet. Also man muss schon sagen, Resident Evil 8 ist schon echt groß. Ja, komm einfach über die Brücke. Sehr einladende Aussage. Ah, Ethan Winters. Willkommen. Du hast Donner und Moreau bezwungen, Respekt. Hast in Amerika wohl schon Schlimmeres überlebt, hm? Ich mag dich. Ich will mit dir über Rose sprechen. Und Miranda. Komm rein. Keine Sorge, das ist keine Falle. Das soll ich dir jetzt glauben. Was soll das werden? Jetzt soll ich dir das glauben, Kollege. So, gibt's noch irgendwas zu sammeln? Komm ja, wo ich die Fische noch herkriegen soll. Für die letzten zwei Gerichte. Ganz schön großes Feld hier. Scheinbar gibt's hier nichts. Schöne Aussicht. Okay, hier gibt's auf jeden Fall was. Schießpulver. Oh, ein Schießpulver. Hier lang oder andere Tür? Gut, andere Tür. Hier gibt's was zum Sammeln. Chemikalie. Und das war's auch schon. Was ist das? Mia? Wahrheit tut weh, hm? Gib's zu. Du denkst, wenn du mich beseitigst, kriegst du deine geliebte Rose zurück. Ich werde sie retten. Sieh mal, du verstehst das falsch. Verdammt, ich rede. Warnung, Penner! Bitte verzeih. Was ist das? Setz dich. Ja, genau. Genau vor dem Loch. Hör zu, die verarschen dich. Was soll das heißen? Dass das ein Spiel ist? Ich sagte, setz dich! Ein monströses Miststück! Eine Psychopuppe und ein Schwachkopf. Kapierst du nicht? Die testen dich, ob du stark genug bist, Teil von Mirandas Familie zu sein. Ich will kein Teil ihrer Familie sein. Ich auch nicht. Und sieh mich an! Ich bin der Nächste, richtig? Beseitigst mich, nimmst meinen Platz ein, denk nicht mal dran! Ich interessiere mich einen Scheiß für dich. Richtig. Ich will einfach meine Tochter. Ich doch auch. Weißt du nicht, wie mächtig dieses Kind ist? Lässt sogar Miranda zittern. Ich schwöre, wenn du nicht sofort aufhörst! Und unser nächster Boss war? Du und ich, Ethan. Wir retten deine geliebte Rose und benutzen sie, um Miranda in Stücke zu reißen. Meine Tochter ist keine Waffe. Fick dich! Letzte Chance. Du willst nicht wissen, was da unten ist. Das Risiko gehe ich ein. Dein Grab. Wer hätte das gedacht? Das ist das denn?
Verdammt! Scheiße! Sackgasse! Scheiß drauf! Scheiß drauf, du warst der nicht ganz, Kollege. Was war das für ein Ding? Ja, das frage ich mich auch. Wo sind wir denn jetzt hier? Müllpresse. Eigentlich müsste hier so viel Schrott rumliegen. Ich vermute mal da hoch, aber ich werde es nochmal hier gucken. Schnelles Ende für die. Liegt immer noch irgendwas. Was liegt denn hier noch? Oh, muss dann unten irgendwo liegen. Naja, ist eh noch was zu Hause kommen. Nee, komm. Wir sammeln, wenn dann schon wirklich alle sein. Weil ist ja noch was Wichtiges. Habe ich zwar nicht. Frage ist nur wo. Oder hängt das irgendwie oben? Ja, wahrscheinlich nicht. Wo habe ich was übersehen? Keine Ahnung. Da! Wow. Okay, das dürfte gewesen sein. Yep. Das
keine Spinnen gibt in dem Spiel. Ich mag keine Spinnen. Heilige Scheiße! Ich muss zurück nach oben. What the hell? Aus der Fabrik entkommen. Was ist das denn? Was ist das? Die leben wohl? Soll ich etwas für dich auswählen? Wow, jetzt kommt noch und es gibt neue Waffen. Ernsthaft? 1160 Feuerkraft. Ist dein Ernst jetzt? Ah, das war dir aufgefallen? Hammerhart. Prächtig, was das wert ist. Okay. Überlass das mir. Hm? Was? Ah, schon gut, das war's. Boah, wie weit geht denn die Waffe aufzurüsten, ey? Howard. 39.000. Essen ist Leben. Hab leider kein Essen mehr. Ich brauch Geld. Sehr viel Geld. Bis nächstes Mal. So, Speisepunkt hier, ja. Wow. Und wie viel Platz haben wir jetzt? Ja. Nett. Mal kurz hier ein bisschen umsortieren. Wenn das viel zu viele Waffen sind, die ich wahrscheinlich eh nie benutze. Kannst du das nicht einfach tauschen? So. Und. So. Aber wenn ich lieber gerne mal ein paar Waffen verstauen würde. Kann aber, oh, ich kann jetzt Minen herstellen. Echt noch vier Sachen, die man herstellen kann. Ich hoffe, man kann irgendwann mal Magnum-Munition herstellen. Das wäre nicht schlecht. Gut, hier brauche ich noch zwei Sachen, die dazugehören, die ich noch nicht habe. Gut. Speichern wir nochmal.
dann würde ich sagen, war's das mit der Folge von Resident Evil Village. In der nächsten Folge sehen wir, wie es hier in der Fabrik weitergeht und ob ich sie entkommen kann. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Wenn es heißt DGV mit Resident Evil Village. Duke verabschiedet sich. Bis dahin, haut rein, euer Doomsday.